Hallo ihr Lieben, ich bin's mit meiner sogenannten Roomtour. Also ich möchte euch einmal meinen Bastelbereich zeigen, da ich keinen Raum habe, sondern jetzt endlich einen festen Platz gefunden habe. Im Voraus möchte ich allen sagen, dass das Video etwas wackelig werden kann, da ich es mit der Hand filme. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Als allererstes haben wir hier erstmal ja, meinen Bereich an sich. Das ist mein Tisch und dann habe ich da noch so einen ganz kleinen Schrank, den ich von dänische Bettenlager habe und da sind immer alle Sachen drin, die ich in meinem Tisch nicht mehr reinbekommen habe. Ich würde sagen, wir starten auch gleich mal mit dem süßen Kerl ganz unten angefangen. Da habe ich einmal diese Boxen, die ich beim Tauschpaket bekommen habe, denn die Organza-Säckchen, Klebemäuse sind da drinne und hier diese Trenner für die Action-Sortierboxen. Also da ist immer so allerhand drinne. Dann haben wir einfach drüber. Da habe ich einmal meine Heißklebepistole. Dann habe ich hier diese Stempel drinne. Dann habe ich hier meine Bibimold, die leider Mist ist drinne. Meine Sahnehauben drinne, ein Akkuladekabel drinne. Dann hier diese Aufsätze für die Walze. Die gab es ja bei KiK. Kann ich nur empfehlen. Das macht wirklich richtig gute Struktur. Besser als Strukturmatten sogar. So, das haben wir in der Kiste, dann haben wir hier einmal Bänder drinne, da habe ich Schleifenband, dann habe ich hier grünes Band, dann habe ich hier diese schöne mit den Blumen, dann habe ich hier grünes Pünktchenband, dann habe ich das weiße hier, dann habe ich Klebeband, was so selbstklebend ist, so Washi sagt ihr dazu, in Karo-Mustern. Dann habe ich einmal hier Glitzerklebeband. Und dann habe ich hier Angelsehne, sage ich dazu. Und hier habe ich so eine Kiste, da ist dann ein schwarzes Band mit drin, weißes, grünes, blaues, also buntes. Dann habe ich hier mein, ja, den mache ich immer so rum, dass die Teile hier halten, ist aber auch ab. Dann habe ich hier meine, Lacktafeln drinne und dann vom Action, das kennt ihr ja bestimmt auch, diese Bordüren hier zum Aufkleben. Ich wollte damit immer fimulieren, dass ich da was ran fimuliere. Ich bin aber noch nicht zugekommen, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das mache, aber da fällt mir schon was ein. Dann habe ich hier so ein ganz normales blaues noch. Band kann man ja immer haben, ne? Da finde ich, kann man auch nicht genug haben. Also da bei Band habe ich auch mal. Gut, ich brauche nun kein Washi-Tape so viel, weil ich ja halt nicht mit Papierbasteln mache. Ich sage es ja immer wieder, dass ich halt wirklich nur Fimo mache. So, und dann haben wir die ganz oben hier, die Box. Und da habe ich auch von Tauschpaketen von meiner Kalu hauptsächlich. Diese Form drinne, diese Silikonform, was ja viele zum Gießen benutzen. Hier habe ich diese Cupcakes-Molds hier. Und dann hier einmal so Pralinen. Die, wie du siehst, hatte ich schon. Aber es ist ja nicht schlimm. Und ja, dann habe ich hier einmal meine mit diese Cupcakes. Und dann hier mit diese Tierchen. Die habe ich hier drinne immer, weil die woanders halt nicht reinpassen. Jo. So, das war das erste Schränkchen. Ganz oben habe ich noch eine Schatulle von der lieben Kalu. Und da habe ich ihre diese Muscheln aufgehoben, die sie gegossen hat. Fast aus wie Seife immer, finde ich. Und ja, die habe ich hier drinne mit der Kiste oben drauf. Ich wollte ja ein richtiges Regal haben, aber nun passt es hier nicht hin. Habe ich immer alle Schätze so ein bisschen verteilt. So, dann kommen wir zu dem großen Schrank. Und zwar fangen wir gleich mal hier unten an. Ganz unten drinne habe ich einmal mein Bohrer.
Set. Also hier ist alles von Schleifen, Bohren bis zum Polieren. Hier kann ich meine Fimo-Teile mit bearbeiten. Dann habe ich hier meine Tüte. Da hebe ich immer alles auf, was ich zu viel habe und was ich vielleicht auch abgeben will. Dann habe ich ein Stockwerk drüber meine Folie-Arbeitsplatte und meine selbstgebastelte Platte hier zum Film, die ihr ja auch immer als Einstand seht. Der Schrank, falls ihr das erkennt, war mal so, also komplett. Und ich habe ihn dann mit Folie und mit Lack und so ein bisschen aufgehübscht. Und hier waren auch zwei Schubladen noch drinne. Die habe ich und mein Freund dann rausgenommen. Hier ist noch meine Nudelmaschine, die man ja immer braucht. Und dann ist hier diese Sortierbox. Die habe ich ganz normal aus dem Baumarkt. Und mein Tablet. Auf mein Tablet habe ich dann immer Bilder, was ich so basteln will als Vorlagen und so. Ja, und da habe ich mir hier die Bretter quasi, diese Vorderbretter, habe ich dann quer reingelegt als Regalboden. Und ich finde es ganz cool, sieht ganz, ganz cool aus, als wenn es so muss. Dann haben wir diese Sortierbox, das zeige ich euch auch mal kurz. Da habe ich hier oben so mein Postfach, da sind dann alle meine Briefe drin, die ich so in der Tauschpost oder Ü-Post bekommen habe und dann so zum Wegsenden und ein paar Briefumschläge und Stifte und dann habe ich hier mein Messerset drinne. Da sind die verschiedenen Aufsätze und hier unten habe ich dann ja meine Tüten, die ich immer brauche, wenn ich mein Fimo aufmache, diese wiederverschlussbaren Tüten und dann habe ich hier drinne noch meine Lily Mold. Dann hier einmal Alice im Wunderland. Das macht sich sehr gut, das durch die Nudelmaschine zu ziehen. Und dann hat man das halt so raufgedruckt, kann es dann ausstanzen. Und dann hat man hier zum Beispiel so das Bild. Da habe ich dann hier einmal diese Variante. Dann hier halt mit Federn. Das benutze ich auch sehr gern. Da macht sich schöne, kann man schöne Ohrringe von machen. Dann habe ich hier in Holzoptik. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Ich halte mal so zum... So Holzoptik, dann so Orient, dann hier Bordüren und, nee, Bordüren, ich meinte, entschuldigt, hier so ein, wie so Gardine Spitze, jetzt habe ich es, und hier sind so kleine Bordüren, das wollte ich sagen. So, dann kommen wir zum ersten Schubfach. Da habe ich hier einmal Sachen drinne, entweder die bestellt wurden, die ich dann fertig gemacht habe, so wie für meinen Neffen jetzt die Teile und für meine Mama den Anhänger. Und ja, und da habe ich noch Bänder drinne, weil ich mit denen als letztes gearbeitet habe. Die muss ich noch einsortieren. Das kommt bei mir hier immer in die Box. Dann habe ich hier einmal ein Schubfach drin, da sind hier meine zwei Lieblinge zum Beispiel, die ich ja immer im Auto hatte. Jetzt hängt da mein kleiner Engel, aber die kriegen dann immer einen Ehrenplatz, sind meine kleinen Glücksbringer halt. Hier habe ich dann Zernit und Fimo Sachen, die ich halt nicht so gern benutze. Und hier sind diese halt von Action. Dann habe ich hier diese Streudeko. Die passen oben nicht in diese Action Sortierboxen. Die habe ich hier auch noch mit drin. Dann diese Modellierclay von dieses Steinoptik. Und dieses Paket hier. Das habe ich einsortiert in so eine Box. Aber das habe ich von meinen Arbeitskollegen gekriegt. Das ist so ein auch Polymerclay, aber ich glaube so eine chinesische Art. Dann habe ich hier meine Lacke und ein paar Streiche, paar Pika. Ja, wenn man mal was zusammen machen muss, wie zum Beispiel Figuren, verbinde ich dann größere Sachen lieber mit Holzpika als mit Draht. Ja, dann habe ich Taschentücher und ein Feuerzeug. Das habe ich hier so drinne. Dann ein Schubfach höher. So, jetzt muss ich mal hoch. Ganz kleinen Moment. So, da habe ich einmal meine Allzwecktücher. Die braucht man ja auch immer. Meine Pastellkreide. Meine Quetsche.
meine Ohrstäbchen, um die Sachen sauber zu machen, mein Nudelholz. Ja, und dann habe ich hier meine angefangenen Fimo-Pakete drin und die habe ich immer in so eine Boxen und die habe ich dann sortiert. Das ist einmal pastellfarben. Da haben wir zum Beispiel Pfirsich, Blau, Lila, also Flieder, Sahara, Orange, Hautfarbe, sowas alles ist da mit drin. Dieses Vanille, was ich ja auch so ungerne, so gerne nehme, so rum, Mensch. Und dann habe ich hier zum Beispiel kräftige Farben. Da habe ich mein Blossom, wo ich zum Beispiel mein Flamingo mitgemacht habe. Gelbtöne, dieses Citrin oder wie das hieß. Dann Türkis ist mit drin und Apfelgrün. Huch, mein Kater, entschuldigt. Dann habe ich hier Metallic-Sachen drin, wie zum Beispiel Gold, Granit, Kupfer, Silber und sowas. Also hier dieses Permut und Eiskristallblau. Dann habe ich hier Glitzersachen drin. Da ist bloß zwei Sachen drin, die glitzern. Das ist einmal Glitzerlila und Glitzerblau und Glitzerweiß. Ne, drei Sachen. Die sind da drin. Glitzer habe ich nicht so viel. Ja, und hier sind so diese Standard-Basics drin, wie Grau, Weiß, Braun, Braun, Schwarz. Weiß, Braun, Grau, Schwarz. So, nochmal gesammelt. Ja, das habe ich hier drin in der ersten Box, weil die brauche ich immer. Das ist die erste Box, die ich aufmache, wenn ich mich dazu entscheide, basteln zu möchten. Und ja, die brauche ich halt immer. Die habe ich hier griffbereit. So, dann fangen wir mal mit meinem ersten Köfferchen an. Das ist hier dieses aus Action, dieses Köfferchen. Ich gehe mit euch einfach mal so durch. Ich kann mich ja mal hinstellen, könnt das besser reinschauen. Da habe ich einmal so Schlüsselringe drin. Dann habe ich hier runde Schlüsselringe. Dann habe ich hier verschiedene Ösen in verschiedenen Größen. Dann habe ich Kettelstifte drin. Dann habe ich hier Perlen, diese, wo man zum Beispiel Perlen mit aufwählen kann, diese Stifte, Nietstifte. Dann habe ich hier Nietstifte mit Ösen. Dann habe ich hier einmal so Sachen, die man aufkleben kann und hier diese Stems. Dann habe ich hier diese Broschen, Blätter und die Blümchen. Hier habe ich diese Ornamente drin in den drei Boxen. Dann habe ich hier Perlenkappen drin. Dann habe ich hier für die Bänder das drin. Das habe ich auch in den drei Schachteln hier sortiert. Dann fängt es an mit Perlen und Streudeko. Dann habe ich hier wieder Streudeko drin. Hier diese Flatbags, die man aufkleben kann. Da, na, eins tiefer. Dann habe ich hier die Glöckchen und Streudeko und hinten meine Perlen mit Stoff und meine schönen schwarzen Perlen. Dann habe ich die großen Perlen hier drin. Dann habe ich die von der Kalu drin. Dann hier diese kristalligen, die so aussehen wie so Kristall. Und diese gecrashten. Dann habe ich hier auch nochmal diese bemalten mit drin. Die ganz klein und die gecrashten in rosé, orange sozusagen. Dann die pastelligen kleinen Perlen. Dann habe ich hier meine Fimo-Sachen drin, die ich noch nicht angefangen habe. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich so für Farben habe. Da habe ich einmal das Smaragd. Petrol, Weiß, Granit, Transparent, Glitzerblau und Sternstaub. Dann haben wir in der zweiten Box Glitzerrot, Pearl Rosé Gold, der ist sehr schön, der Ton. Mint, Blau Achat, auch total schöner Ton. Primo Farben habe ich hier einmal in Rosé Gold Glitzer und Opal, glaube ich. Opal.
Dann habe ich hier Metallic Opal Grün. Auch ein total schöner Ton. Da bin ich schon gespannt, wie der aussieht, wenn er gebacken ist. Zitrin. Dann habe ich Tropisch Grün. Fimo Kids Glitter Weiß. Das nehme ich gerne, um Soßen zu machen. Oh Gott, ist mir runtergefallen. Entschuldigt bitte. Dann habe ich Pflaume. Manchmal bin ich auch eine. Nee, nee, Quatsch. So, dann habe ich Fimo Quick Mix drin. Das ist ganz gut. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn die Fimo-Farben etwas länger liegen, wie es jetzt bei mir der Fall sein wird. Ich habe die nicht alle gekauft. Normalerweise kaufe ich immer nur ein paar, dass ich die recht schnell wieder verarbeiten kann. Das waren jetzt alle natürlich die von meiner lieben Pauli aus dem Adventskalender, also im Adventskalender hatte. Dann habe ich hier Hellorange. Dann habe ich Mandarine. Und da kann man jetzt mal sehen, ich habe bei Bürotechnik Zicht, da habe ich mir welche gekauft gehabt und da sind die wirklich so teuer. Das war ganz am Anfang, das liegt auch schon etwas länger, aber es ist noch recht weich, wie ihr seht. Und ja, da kann man sich das dann dreimal überlegen, ob man lieber bestellt über Internet. Also ich bestelle nur noch über Internet. Es war halt nur am Anfang, da habe ich mir die halt gekauft gehabt in diesem Bürobedarfladen. Dann habe ich hier Schwarz, auch Fimo Kids. Und die Farbe finde ich ja richtig schön. Entschuldigung. Windows oder was? Windsor Blau. Okay, aber es ist total schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das waren die unteren. Moment, ich sortiere schnell weg, dann bin ich wieder da. So, wegsortiert habe ich's. Dann kommen wir zu den unteren. Da habe ich hier einmal meine Stanzformen drin, also Ausrichtformen. Da habe ich so ganz verschiedene rund. Dann hier meinen großen Hirsch. Meinen kleinen Apfel. Ja, alles sowas. Dann habe ich in dem Ausstandsformen drin, Ausstichform meine ich, und hier so eine Stanzen zum Drücken und die ich hier mal von der Kalu gekriegt habe, da mein Bäumchen und Schmetterling. Und dann habe ich hier so ganz kleine drin, das ist rund, Stern, Herz, ja. Und da habe ich halt verschiedene, und Tropfen, da habe ich halt verschiedene von, verschiedene Größen. Und hier habe ich so Silikonformen drin, ich kann hier mal kurz rausholen. Erdbeerchen. Pfötchen, Waffel, Riesenblumen, so eine Frauenbrosche, Schoki, Schleifen, Flügel, Muscheln, Manu. Höre auf und Stern. Seit ich den Basteltischler direkt am Fenster habe, sitzen die halt dauernd hier. Was mich auch ein bisschen annervt, weil nicht, dass ich meine Katzen nicht gern bei mir habe, um Gottes Willen. Die können 24 Stunden bei mir sein. Aber jeder, der weiß, wer mit Fimo arbeitet, weiß auch, wie schnell da Haare halt drin hängen, ne? Und wie unschön es dann halt aussieht. Dieses Problem habe ich jetzt natürlich. Also ist jedes Mal abwischen, abwischen, abwischen. So, dann kommen wir zu der Box, die Sortierbox hier. Die habe ich vom Baumarkt. Da fangen wir einmal oben an. Da habe ich hier einmal meinen Galaxie-Anhänger von der lieben Kalu zu hängen. Dann habe ich hier meine Notiz. Halter, meine Klebepistolen hier für die Heißklebepistole, die Kleber und hier meine Stöcke, wo ich ranfimuliere. Dann habe ich meine kleine Eule, die habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten. Huch. Und hier sind so meine liebsten Schätze drinne. Ist alles, was ich geschenkt bekommen habe, drin. Und zwar einmal diese Klappermuschel. Dann diesen unheimlich hübschen Anhänger mit dem Hirsch und dem Blatt.
Das habe ich von der Kalu bekommen, genauso wie diesem Flügel. Ich zeige euch erstmal alles von der lieben Kalu. Dann die Schoki. Das habe ich bekommen von Kalu. Den habe ich bekommen von der lieben Kalu. Dann habe ich von meiner Pauli mal bekommen gehabt, dieses. Das hat sie mir gekauft. Das kann man auch kaufen. Ich glaube, über Facebook findet man die, die das bastelt, die diese Figuren macht. Und wer so eine schöne Fimo-Figuren macht, der kann damit auch richtig Geld verdienen. Also total irre. Schön. Gefällt mir. Ja. Den hat es so ein Lesezeichen. Den habe ich mal bekommen. Der ist mir aber einfach zu schade, weil ich Angst habe, da bricht mal was ab oder so. Der bleibt auch hier drinnen sicher verwahrt mit dieser total niedlichen Kiste. Dann hat meine Pauli mir mal die hier gemacht. Jeder weiß, wer das ist. Dann hat meine Pauli mir mal dieses hier gemacht. Dann habe ich das mal beim Tauschen bekommen mit diesem. Und das hier, das habe ich mal im Tausch bekommen. Nun entschuldigt bitte, ich weiß nicht mehr ganz genau, von wem ich diesen Magneten hatte. Ich glaube aber, der war hier mit bei. Oder war der bei dir, Kalu? Verzeih mir bitte, wenn ich das jetzt unterschlucke oder unterwühle, wer das mir geschenkt hat. Auf jeden Fall ist alles hier drin. Und ich weiß auch noch größtenteils, von wem ich was bekommen habe. Und ich freue mich jedes Mal drüber. Und die werden dann hier auch immer schön sicherheitsverwahrt. So, dann kommen wir zu der Box an sich. Also oben hatten wir jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen gehandicapt, weil ich habe mein Akkuladekabel dran. Ne? Hier habe ich einmal so Gold, rosé-goldenes Kettenband mit den Haken dazu. Dann habe ich hier so ein Silber, Bronze in verschiedenen halt Größen. Dann habe ich hier so ein ganz dunkles Metallic so. Dann habe ich hier nochmal so wie Altsilber sieht es so aus. Und hier habe ich die passenden Verschlüsse dazu. Dann habe ich hier Ohrringe, einmal die hängenden und Stecker. Ich habe damals mehr mit Schmuck gemacht, aber momentan nicht so viel. So, dann habe ich hier immer meine Holzklammerchen drin. Hier fehlen aber noch ein paar, und zwar die kleinen. Die lagen jetzt hier rum. Da habe ich das drin und die Broschen. Dann habe ich hier meine Charms drin in Silber, und das habe ich immer so ein bisschen unterteilt, dass Silber zu Silber kommt, Bronze zu Bronze. Ja, und dann habe ich hier dieses helle Silber, da habe ich einmal diese großen Charms drin und dann hier nur meine Sternzeichen-Charms. Hier habe ich dann dieses Roségold aufgeschnappt, halt dieses Bronze, da habe ich Lesezeichen und ein paar Charms drin. Hier habe ich diese, na, wie heißt das, so Kelche quasi, wo man dann Blüten draus machen kann. Dann habe ich meine Canes. Dann habe ich hier mal so einen Mischmasch. Da sind dann noch Canes, die ich weggeben könnte, und so ein paar Charms oder so, wo ich mir mal denke, das könnte ich mal bei jemandem mitschicken, der so eingießt vielleicht, so kleine Schneeflocken oder Cupcakes oder so. Also ist immer so mein Krimskrams Schubfach. Hier meine Troddeln drinne, dann habe ich hier Gläser drinne, dann habe ich hier Gläser drinne, dann habe ich hier Handybänder drinne und mein, Handybänder und mein Handyhalter. Dann habe ich Büroklammern drinne, Magnete, Kleber, Kleberschere, meine fertigen Figürchen. Dann habe ich hier Streudeko drinne. Dann habe ich hier nochmal Streudeko drinne. Dann habe ich Glitzer, Glitzer,
Chromglitzer und noch ein paar Streudeko. So, dann habe ich hier drauf zu stehen einmal, hier unten sind meine Bierringe drin. Dann habe ich hier unten noch meine Box drin. Meine Acrylbox, da sind die Molds drin, die ich am meisten benutze. Da habe ich hier einmal so eine Kindermold. Dann habe ich hier so eine Sternmold und eine Herzenmold. Sieht fast gleich aus, aber das war bei Shibo wesentlich billiger. Das sollte für Kuchencanes sein sozusagen. Und das ist hier direkt von Fimo. Die kriegt man aber irgendwie nicht mehr. Warum sie die rausgenommen haben, weiß ich auch nicht. Dann habe ich hier nochmal meine Flügelmold. Die habe ich ja doppelt. Cupcake Mittel, Cupcake Klein. Blättermold. Meine Blütenmold. Mann, mach doch mal scharf. Na. Wird nicht mit dem Zoom. Jetzt meine Blütenmold und meine Schleifenmold. Ja, und hier oben drauf habe ich dann nur noch mein Stifterhalter und mein Notizbuch und mein gorgeous Resin-Teil von der lieben Kalu, den liebe ich ja über alles. Dann habe ich hier meine Fimo-Teile drin, da habe ich so meine Stecksachen drin, also alles, was so spitz ist und größer ist, diese Professional, Fimo Professional Sachen, mein Nagellackentferner, hier habe ich alle meine Messer drin, dann habe ich hier meine Pinselchen, mein Liquid, eine Schere, Perlenaufnehmer und mein wunderschönen Bleistift aus Wien von meiner Freundin gekriegt und meine Perlenbox hier ist ja auch drin. Ja, und das habe ich mir aus Müll selber zusammengestellt. Also das ist hier zum Beispiel heiße Tasse, dann ist das hier so aus so einem Schmuckkasten, Klopapierrolle und Küchenrolle und ja, dann habe ich hier so einen Fuchs rangeklebt. Und dann habe ich mir hier noch Blüten zugemacht und mein Schäfchen steht jetzt hier und mein Perlenengel von der Kalu steht jetzt hier. Und ja, da in der Ecke sind meine Blumen mit diesen ollen Fliegen dran. Wisst ihr, wie man die richtig wegbekommt? Ich krieg die nicht weg. Diese ollen Gärfliegen, die so in der Erde sitzen im Topf. Und dann, ja, ich habe jetzt schon gelbe Klebetafeln rein, weil ich es echt eklig finde. Aber gut, ja. Leute, das war's. Was soll ich sagen? Das war mein Video zu meinem Basteltisch. Ich habe nur... Ach, nein, ich habe das Wichtigste fast vergessen hier oben. Und zwar sitzt da mein Filzengelchen. Die gucken auf mich. Und mein Snoopy. Meine Snoopy-Dame. Ja, und die gucken auf mich. Das habe ich fast vergessen. Ja, und das war's auch schon. Ich habe nicht viel, weil, wie gesagt, ich arbeite nur mit Fimo. Was heißt nur, wenn man das sich mal alles anguckt, das hat auch Geld gekostet, ne? Und das ist auch nicht wenig und das muss man auch erstmal alles verbrauchen. Wer jetzt, kleines Update, wer jetzt wieder Lust hat, mal ein Tauschpäckchen mit mir zu machen, schreibt mich ruhig an. Ihr findet mich erstens, schreibe ich nochmal meine E-Mail-Adresse rein, könnt ihr mich per E-Mail an.